In diesem Video bauen wir in dieses Ofenrohr zwei Spiralen an. Bis gleich! Als erstes müssen wir Wasser ablassen von der alten Spirale und das Rohr entfernen. Ich habe die Schläuche jetzt getrennt und lasse jetzt das Wasser von der alten Spirale ab. Jetzt schiebe ich den Ofenstück zur Seite und entferne das Rohr. Voilà! Jo, jetzt entfernen wir die alte Spirale hier und schieben die neue drauf. Die alte Spirale ist ab, die neue kommt jetzt drüber. Wir nehmen die kleine. So, das ist die kleinere Spirale. Die schiebe ich nun drüber. Wenn ich die drüber schiebe, ist der Anschluss da. Bleibt sich gleich. Hochkant geht es besser. Ich mache hier jede einzelne Windung so, ziehe ich drüber und dann flutscht das dann langsam runter. Halt eine Schinderei, aber ich hoffe, ich werde belohnt. Immer Windung für Windung. Ja, so wie das. Ich habe mir Verstärkung geholt, denn allein ist das kaum zu bezwingen. Und ein kleiner Trick, gegen die Wicklung drücken, dann öffnet die sich ein wenig und man kann ihn so runterdrehen, die Spirale. So. Also dann geht es ganz einfach. Aber wirklich nur zu zweit. Ganz vorsichtig gegen die Wicklung, die löst sich dann. Bitte. So einfach ist das dann. War der erste Streich, der zweite folgt zugleich. So, jetzt wird es interessant. Sehr interessant. Bisschen öffnen unten. Oh, guck mal, wie das flutscht. Allein ist das ein Heul, aber zu zweit ist das hier einwandfrei. Gegen Uhrzeigersinn hier, ne, mit dem Uhrzeigersinn hin. So, Hand weg. Einwandfrei. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Mit einem kleinen Trick. Bisschen gegenbiegen und flutscht einwandfrei rüber. Also gar kein Problem mehr. Jetzt nutze ich die Gunst der Stunde, machen wir mal den Ofen oben sauber und dann kommt das Ofenrohr wieder rein und dann wird verlötet. So sieht der Spaß jetzt aus. Jetzt verlöte ich das Ganze, das heißt hier hinten geht es hinterm Ofen runter, hinterm Ofen 92 Grad Bögen verlöte ich das und von hier muss ich einmal rüber gehen, damit ich auch hinten runterkomme und dann schließe ich das ans Heizungssystem an. Ganz easy. So, mal ein kleines Zwischenupdate von der ganzen Bastelei, die ich hier mache. Ich zeige euch das mal, also hier die große Spirale. Habe ich dann 90er und 45er Bogen eingebaut. Das wird dann hier rüber geführt und geht dann hier, hier geht es runter. Und da unten ist ein Kugelhahn. Da kommt ein flexibler Panzerschlauch dran und geht dann hier zu dem einen Anschluss hin. Ja? Und dieses Stück hier muss ich nochmal haben, das fehlt mir jetzt aber. Das wird dann hier angeschlossen. Ja, leider muss ich jetzt mal zum Baumarkt fahren. Ich hatte noch 2,5 Meter geholt, aber irgendwie jo, ist das zu wenig. Hier haben wir eine Eckverbindung zwischen beiden Spiralen. Ja, so sieht das aus.
Ich bin zufrieden. Muss auch alles gelötet werden, was eigentlich gar kein Problem ist. Das größere Problem ist, dass ich jetzt zum Baumarkt muss. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Aber ist halt so. So, ich mache mich dann vom Acker, gell? Bis dann. Jo, jetzt geht's los. Jetzt geht das los mit der Löterei. Wichtig, nicht einfach so wild drauf loslöten, sondern was Sinn macht. Ich fange jetzt mal unten an. Ich zeige euch mal was. Ich habe ja diese Flusspaste hier. Fitting Lötpaste heißt die. Ja, und ich mache hier richtig satt rein in die Fittinge. Das heißt, wenn ich nicht genug Lötzinn drauf mache, eigentlich reicht das. Also wenn ihr hier richtig viel reinmacht, braucht man nicht mal mehr Lötzinn. Gell? Ich mache aber beides. Das und dann verlöte ich das noch. Ums Rohr noch und dann da rein und dann verlöte ich das. Na, viele werden jetzt sagen, ach, das ist falsch. Ja, ich kriege da immer so viel Scheiß gelabert. Ja, und hier, Moment, natürlich erst mit so einem Vlies rein und richtig sauber machen und das Rohr auch, gell? Und dann kann man das prima verlöten, gell? Das geht einwandfrei, geht das. Ja. Jo, so mache ich das und das klappt immer. Hier um das Rohr richtig fett. Ja, auf der Lötpaste richtig dick da drauf, dann klappt das auch. So, habe alles fertig, hat ganz schön lange gedauert, hätte gedacht, ich wäre schneller. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier habe ich das alles verbunden, ja. Gucken, ob ich so filmen kann. Zeige ich mal von der Seite. Ja, da habe ich das verlötet. Verlötet und dann hier oben. So. So sieht das hier aus. Bis hier unten quasi. Das Ganze unten im Kugelhahn. Hier mit Panzerschläuchen verbunden, da ist er offen, weil wir müssen jetzt erstmal entlüften. Wir lassen jetzt mal die Luft raus und schauen wir mal weiter. Ich entlüfte jetzt mal das System, das heißt, die einen mache ich hier auf, den zu, den auf für den Haupthahn. Baut sich erst nur Druck auf. Wir hoffen, dass nicht sowas leckt. Wow, ganz schön viel. So. Es blubbert schon. Normal kann nichts rauskommen hier. Aha, okay. So, jetzt wollen wir die Luft mal rausschießen. Gucken, ob es klappt. Boah, stinkt das. Das ist reichlich.
bisschen schnell zugedreht. So, jetzt schließe ich den hier auch an. Ich bin echt gespannt, wie die Anlage funktioniert, wie warm es wird. Das wird sich die Tage zeigen. Und im Großen und Ganzen hat es ziemlich viel Spaß gemacht, das alles umzusetzen. Und das Gelöte, das hat wirklich lang gedauert. Und ja, war klasse. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Vielleicht kann man die Anlage ja mal erweitern. Mal sehen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das so alles so sich entwickelt von der Wärme her. Und wenn der Ofen mal Vollgas gibt, ob wir dann über 40 Grad kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt. Bei dieser Spirale hier muss einfach. Also die ganze Arbeit umsonst, das wäre ja was. Ja, so viel dazu. Dieses Video wurde gesponsert von der Diva GbR. Macht's gut, euer Jan. Ciao.